Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. In der letzten Folge haben wir hier das Apartment, das Kellergeschoss des Apartments, um genau zu sein, weitergemacht. Und diese Folge werden wir hier auch ein wenig Fortschritt erzielen, hoffe ich, und den Villagern hier ein wenig mehr Lebensraum bieten können. So, wir hatten hier die Wand einmal, jetzt müssen wir gleich mal schauen, wie das ist, weil wir haben jetzt hier einen besonderen Fall. Hier drüber steht das Haus und wir haben das Kellergeschoss dieses Villagers hier von diesem Feld in das Haus hier reingeleitet. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir hier oben an das Cobblestone rankommen. Jawohl. So. Gucken wir einmal, okay, das haben wir soweit freigestellt. Hier haben wir auch dann schon die Säule ausgetauscht. Das heißt, wir können jetzt im Folgenden auch hier die letzte Parzelle von dem Villager einmal aushöhlen und gucken, wie wir das Ganze einteilen. Haben wir jetzt hier schon die Wand? Nein, die Wand kommt hier noch. Sehr schön. Können wir das wieder zumachen. So, auch hier. Hier ist natürlich eine Deep Slate Säule. Die können wir hier schon mal hinsetzen. Eigentlich gehen noch zwei Blöcke da hinten weiter. Wir lassen sie allerdings auch so. Und jetzt haben wir hier den Boden des Apartments darüber. Hier ist auch die Wand, sehen wir. Hier haben wir nämlich nur, darüber ist wahrscheinlich die Tür. Und wir haben das nicht ausgetauscht. Wir können hier allerdings auch schon mal den Boden einmal wegnehmen und durch Stonebricks austauschen. Dann haben wir es im Nachhinein ein wenig leichter. So, dann können wir hier nämlich schon mal die Stonebricks reinlegen. Und wir müssen eigentlich mal schauen. Hier ist ja schon die Wand. Hier kommt dann Wand hin. Das müssen wir gleich mal wegnehmen und gucken, wie wir das Ganze positionieren und basteln. Bin ich jetzt mal gespannt drauf. Und wir haben keine Stonebricks mehr. Ich hoffe, wir haben noch Stein. Ansonsten müssten wir welchen ein... Schönen guten Tag. Ja, hängst du fest? Ja, brauchst du Hilfe? Hm. Ich kann dich ja gerne mal hier wegschubsen. Vielleicht findest du dann den Weg zurück. Na, komm her. Nein. Du lässt dich auch gar nicht schubsen. Gut, dann häng eben weiter in der Leiter. Ich weiß ja, wo ich dich finde, falls ich ein Angebot von dir brauche. Da muss ich ja nicht irgendwie dir helfen. So, es wird auch dunkel, also wenn du schlafen gehen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, jetzt hochzukommen. Ansonsten lass es einfach. Ist ja gar nicht so schlimm. So, wir haben hier auch noch Erde. Die kommt weg. Was wollten wir jetzt? Was wollten wir jetzt? Es hat uns abgelenkt. Stonebricks wollten wir. Haben wir noch welche? Nein. Können wir noch welche einschmelzen? Ja, wir haben hier sogar Kohle drin. Sehr schön. Oh, okay. Dann schmelzen wir hier ein bisschen Stein ein. So. Herrlich. Dann tauschen wir das direkt aus. Und hier haben wir sogar noch Stein eingeschmolzen. Sehr gut. Das heißt, das können wir auch direkt rausnehmen und eigentlich könnten wir auch direkt noch welchen nachlegen, denn es wird nicht der letzte sein, den wir benötigen. Und dann können die Öfen so lange auch schon mal arbeiten. Wir haben hier ein bisschen Platz im Inventar, nicht mehr so viel Cobblestone drin rumfliegen. Wir haben neue Kohle, sehr schön. Das Eisen wurde falsch einsortiert, ist aber auch gar nicht so weit schlimm. Und dann legen wir uns schlafen. So, gut, dass wir noch ein paar Steine hier eingeschmolzen hatten. Das heißt, wir können hier komplett einmal Stonebricks draus machen und unserer Arbeit weiter nachgehen. Ich bin mal gespannt, wann der Villager hier vorne sich hier mal wieder vom Fleck bewegt. Wir machen einfach die Leitern weg und dann sollte er auch wieder gehen können. Genau, sehr schön. Vielleicht kommt hier auch einfach eine Tür rein, dass die gar nicht hier in diesen Zwischentunnel gelangen. Müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze machen. So, viel wichtiger ist jetzt hier quasi den Boden einmal reinzuziehen und dann die Wände auch nachzutragen. Ich werde jetzt einmal hier schon mal anzeichnen und dann gucken, dass wir hier vielleicht hier das Cobblestone drunter, da können wir die auf jeden Fall lang ziehen. Hier bin ich mir gar nicht so sicher, was ist da drunter? Okay, doch, da ist Wand, perfekt. Sehr schön, das heißt, die können wir hier auch dann einmal lang ziehen, so.
Und ihr merkt, hier ist die Deckenhöhe auf jeden Fall noch ein bisschen niedriger, weil hier halt das andere Apartment auch schon da drüber liegt. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken. Erstmal hier noch eine Fackel rein. Wo haben wir die? Da. So, zack. Wie wir das Ganze jetzt machen. Also hier die Säule würde ich auf jeden Fall schon mal austauschen. So. Haben wir das schon mal erledigt. Und dann können wir auch schon mal ein bisschen gucken. Also ihr seht, da ist der Vorraum. Jetzt geht er da rein in die Wohnung. Genau, da hat er auch seinen Ofen. Der andere Villager ist auch hier unten. Da müssen wir eigentlich auch ein paar Zäune mal machen, dass hier keiner mehr lang geht. Wir gehen uns einmal ganz kurz oben schauen, wie wir das Ganze hier fabrizieren. Wir müssen auch die Cobblestones aufsammeln, die da rumliegen. Nicht, dass sie nachher verschwinden. So, gehen wir hier runter. Also hier ist der Vorraum. Hier sehen wir auch unten den Kellerraum. Und das hier müssen wir irgendwie anders machen. Also es geht nicht. Das geht auf keinen Fall. Da warten wir mal, bis der gute Herr hier draußen ist. Und dann sperren wir ihn aus. Ja, sie können auch gerne aufs Feld weitergehen. So, perfekt. Sehr schön. Und jetzt haben wir hier freie Handhabe. Alles zu ändern, was wir möchten. Wir können hier einmal den ganzen Ofen hier abbrechen. Cobblestone, die ganze Einrichtung entfernen. Und dann gucken wir, wie wir das hier ein bisschen optimieren. Sehr schön, auch hier den Arbeitsplatz. Wir haben das eigentlich ganz gut eingerichtet. Ich bin auch recht zufrieden hier mit dieser Lösung. Vielleicht kann man das aber auch noch anders machen. So, schauen wir mal. Also hier, das muss auf jeden Fall weg. Das machen wir auch mal weg, dass hier keiner reinfällt. So, jetzt gibt es auch keine Leiter mehr. Jetzt können wir oben die Betten auch anders platzieren. Und wir machen hier einmal den Boden weg. Denn hier kommt dann nachher Treppe hin und hier ist eigentlich eine Mauer vorgesehen, die das Apartment von dem anderen trennt. So, jetzt haben wir hier natürlich nicht wirklich eine Trennung drinne. Mal schauen, okay, hier geht das ganz gut. Machen wir das hier zu und dann haben wir das Apartment von dem anderen schon getrennt. Sehr schön. Haben wir hier den Boden abgebaut. Und auch eigentlich hier die Treppen, die müssen eigentlich auch weg. Und jetzt fallen wir gleich ein Stückchen runter, ist aber auch gar nicht so schlimm, weil so tief ist es nicht. Und dann können wir nämlich gleich... Ah ja, hier ist eh noch Wand, okay, interessant, hier hatten wir das gemacht. Ach, der hatte glaube ich ein Stückchen mehr Luft. Ja, können wir ihm auch lassen, er hat ja hier eine niedrigere Decke, also dann lassen wir ihm das oder nicht? Nein, wir lassen ihm das nicht, nein, er kriegt ja keine Sonderbehandlung, das hier kommt weg. Hier wird dann Cobblestone eingesetzt und gut ist. So. Nein, falsch gesetzt. Einmal hier. Genau. Die Baukünste mit dem Hochspringen. Fertig. Sehr, sehr gut. Ja, jetzt haben wir hier natürlich den Eingang. Jetzt kommt er hier nicht mehr raus. Wir müssen jetzt auch ein wenig weiter hier alles sammeln. Wir sehen hier, dass das Apartment ist auch ein bisschen kleiner hier, weil das Haus darüber liegt. Das können wir jetzt natürlich vergrößern. Das müssen wir alles von oben machen. Von hier unten würde ich allerdings noch die Treppen setzen und einmal die Zäune. Und dann ist das auch im Keller schon mal abgesichert, falls wir dann oben die beiden Stockwerke miteinander verbinden. So, was haben wir denn jetzt hier? Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Das brauchen wir auch nicht. Die Tür brauchen wir. Brauchen wir die? Brauchen wir die nicht? Nein, die Tür brauchen wir nicht. Das Bett und so, das ist die Einrichtung von dem Villager. Das brauchen wir auf jeden Fall. Den Boden hatten wir gelegt, das heißt, die Stonebricks, die kann ich hier weglegen. Cobblestone, Deep Slate hatten wir eigentlich auch soweit alles mitgemacht. Also auch die kann ich einmal weglegen. Das ist Einrichtung. Das ist Basic hier. Ja, ein neuer Wassereimer wäre auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Wir hatten in der letzten Folge unten bei der antiken Stadt nämlich mal nachgeschaut, wie es denn da unten so aussieht. Einmal kurz gespingst und es sah gar nicht mal so verkehrt aus. Allerdings haben wir unseren Wassereimer da gelassen. So. Und wir brauchen, genau, Holztreppen. Wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Slabs, ja, können wir auch mitnehmen. Und Zäune. Ganz viele Zäune brauchen wir. Haben wir gar keine mehr? Haben wir das Zauntor noch da etwas von? Nein, okay. Schauen wir mal. Haben wir jetzt hier, ja, ein bisschen Holz haben wir noch. Stöcke. Auch noch zu Genüge. Perfekt. Und dann können wir weitere Zäune und Zauntore craften. Ich habe ein Crafting-Table mit, das heißt, ich mache das unten, dann kann ich auch direkt sehen, wie viele wir brauchen. So, einmal wieder runter, einmal hier wieder schauen. Wir haben auf jeden Fall 2, 4, 5 Tore, die wir craften müssen. Haben wir das und dann auf jeden Fall auch noch einiges an Zäunen.
Ja, so viele Zäune können wir gar nicht craften. Ist aber auch gar nicht weiter schlimm. Machen wir es einfach so. Hoppala, hier hingesetzt. Schon direkt verklickt beim ersten Mal. Also wirklich. So, auch hier. Das wollen wir auch ergänzen, dass die sich gar nicht sehen, wenn wir hier nachher die Treppe hochbauen. Ja, die sollen gar keine Berührungspunkte haben. Sicher ist sicher, denn es ist sehr mühselig, ihr Inventar zu leeren oder den Villager auszutauschen, der dann dort arbeitet, die Felder immer zu bereinigen. Also das, die Arbeit wollen wir uns auf jeden Fall ersparen. Und ja, wir machen hier schon mal die Zäune hin. Ein paar brauchen wir auch noch. Haben wir nicht noch mehr Stöcke? Das kann ja gar nicht sein. Ah nee, wir haben die alle verkauft, glaube ich. Ich will aber auch nicht noch extra Stöcke craften. Das finde ich ein bisschen unnötig. Das heißt, wir betreiben einmal ganz kurz die Baumfarm. Spontane Aktion. Baumfarm betreiben, neues Holz ranschaffen. Und dann haben wir auch genügend Stöcke für weitere Zäune. So, wir haben die Baumfarm gefällt. Wir haben auch einige Stöcke erhalten und natürlich Holz. Es war dunkel, wir legen uns schlafen. Vorher räume ich natürlich das Inventar aus und dann können wir unten auch schon weitermachen. Sehr schön. So, wir können direkt runtergehen. Hier hängt auch schon wieder der Villager. Also ich denke mal, um eine Tür hier, aber es muss dann eine Eisentür sein, kommen wir hier gar nicht so drum herum. Wir müssen den guten Herrn jetzt gleich nochmal befreien. Das machen wir jetzt auch direkt, bevor der sich wieder da unten verheddert oder verfängt. Haben wir hier eigentlich schon eine Eisentür? Jawohl, guck mal, wir haben auch schon eine. Sehr schön, sehr, sehr gut. Dann bräuchten wir noch einen Knopf und eine Druckplatte. Ich denke mal, wir haben beides nicht zur Verfügung. Den einen Knopf, den können wir auf jeden Fall machen. Und die Druckplatte, haben wir da eine? Nein, wir haben eine Holz. Aber eine Holz passt dort unten nicht. Machen wir uns eine Stein. Perfekt. Die Öfen sind auch fertig, das heißt, wir hätten auch genügend Stein noch übrig für weitere Stonebricks. Und eigentlich müssten wir hier den Boden auch austauschen. Ja, wir haben sie auch im Inventar und ich glaube, das mache ich auch. Und hier vorne müssen wir es auch eigentlich versiegeln. Also das geht auch nicht. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier, ich sag mal, das hier dran setzen. Zack. Nee, also du... Oh, jetzt habe ich die gehauen, das wollte ich gar nicht. Nicht, dass der Eisengolem jetzt gleich aggressiv auf mich ist. Kann er da oben raus? Hoppala, es ist hier einiges schief gegangen in dieser Folge. Wir wollten keinen Villager schlagen. Komm, geh raus. So. Ich hoffe, der Eisengolem verzeiht mir das oder hat es gar nicht mitbekommen. So, dann können wir hier einmal durch die Mauer brechen. Und schauen uns das Ganze an. Genau. Also hier kommen wir dann rein und dann können wir hier einmal hoch. Das hier würde ich auch austauschen. Zu Cobblestone. Auch hier die Seite. Die tauschen wir einfach mal aus hier, dass die ganze Wand auch mit Cobblestone bedeckt ist. Auch wenn es nur der Servicetunnel ist. Sieht auch dann ein bisschen schöner aus. Jetzt habe ich gerade den Bogen in der Hand gehabt. Ja. Gut, dass man nicht mehr so wie damals ganz schnell die Pfeile schießen kann, sondern den Bogen erst spannen muss. Sonst hätte ich jetzt ganz viele Pfeile eben aus dem Inventar geschossen. So, extra die Schaufel gesucht für einen Erdblock. Aber gut, besser so als andersherum. Das haben wir. Da ist, ja, hier ist der Wegblock. Den müssen wir allerdings da lassen. Und dann sieht das Ganze auch ein bisschen besser aus, finde ich. So, die Tür davor gesetzt. Und hier den Knopf einmal oben. Und natürlich, wenn man hier runter geht, muss man einfach nur
bequem hier raus. Ja, wobei ich denke mir, die setzen wir auch ein bisschen auf die andere Seite, dass das Scharnier auf links ist und dann können wir auch hier einfacher raus. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Machen wir hier ein wenig weiter. Wir haben jetzt hier Stöcke gesammelt. Wir können jetzt hier weitere Zäune noch vorbereiten. Das heißt, wir müssen jetzt hier auch ein bisschen mehr Holz auch machen. Verquaffen wir einfach mal alles. Hoppala, so. Und da machen wir uns ein paar Zäune. Ja, 12 Stück. Ich denke mal, das wird nicht ganz reichen, oder? Ja, doch, kann hinkommen, auf jeden Fall. Ja, kommt hin. Sehr gut. Dann haben wir das ja schon mal abgeschlossen. Und da müssen wir jetzt nur noch schauen, wegen den Treppen. Die hatten wir ja, glaube ich. Jetzt habe ich hier wieder Mocks gemacht. So. Einmal zu. Und die Treppen hatten wir jetzt, ich glaube sogar hier dran. Ich gucke nochmal drüben nach, wie wir das jetzt eigentlich erledigt hatten. Das ist nämlich ein sehr wichtiger Faktor. Ich glaube, es war ein Block zwischen frei, genau. Also nicht direkt bei dem Cobbled Deep Slate, sondern eins dahinter. Das haben wir hier schon richtig gemacht, richtig platziert. Und dann können wir hier hochgehen und kommen an der richtigen Etage auch schon raus. Ja, hier vorne. Ich würde auch schon sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Block, zwei Block, zweieinhalb. Hier würde ich dann auch die Treppe 1 bzw. den Boden einziehen, auch aus Half-Slabs und dann kommen wir hier oben auch schon an. Hier ist ja die Tür und hier geht es dann runter. Also da haben wir das auf jeden Fall gut gemeistert. Das passt, das sieht auch gar nicht so verkehrt aus. So, ach, das ist ja jetzt ein Slab, den kann ich dann nicht so platzieren. Da muss ich dann auch einen Slab unten drunter setzen, beziehungsweise das wäre dann ein voller Block, wenn ich mich nicht irre. Machen wir doch auch einen vollen Block dann daraus. Sehr schön. Da können wir hier hochgehen und einmal hier die Decke weiter einziehen. Jetzt haben wir keine Slabs mehr. Gut, dass hier unten der Crafting Table ist. Können wir uns die Ressourcen direkt nachcraften. So, 30, ja, sollten reichen. Ich meine, wir sind auf dem Status gerade, dass es gar nicht so juckt, wenn wir uns mal verklicken bei einem Crafting-Rezept. Wir brauchen die Ressourcen früher oder später eh wieder. Und wir sind auch nicht so knapp bei Kasse, dass uns das direkt dann interessiert oder uns in der Produktivität einschränkt. So, das haben wir weggemacht und hier müssen wir dann natürlich auch die Slabs hinsetzen. Die könnten wir hier natürlich auch erweitern. Ja, dann haben wir hier eine einheitliche Deckenhöhe. Müssen wir mal schauen, ob wir das wollen, ob wir das machen oder wie es ist. Jetzt haben wir hier die Treppe runter. Das sieht auf jeden Fall auch schon mal ganz gut aus. Hier können wir die Fackel auch anders platzieren oder wir setzen sie hier dran, dass es ungefähr mittig ist. Wo haben wir hier die Kiste? Hier ist die Kiste. Das geht hier runter. Das wäre schon die Mitte gewesen. Schauen wir nochmal bei dem anderen. So, das eine Apartment ist vorbereitet. Hier fehlt natürlich noch die Treppe. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir dann nachher das Ganze verbinden. Setzen wir einfach mal hier die Stufen hin. So, und gehen dann über die Ecke hoch. Und dann sollten wir ja gleich auch schon dort rauskommen. Ja. Und damit wir keinen Besuch bekommen, einmal zu. Sehr schön. So, dann können wir hier auch einmal den Boden einziehen. Ich weiß, wir hatten hinten Haarslips genommen. Vielleicht ändere ich das auch nochmal. Ganze Blöcke, ja, das ist immer so eine Geschmackssache jetzt gleich. Gut, er ist nicht drin. Wir haben ihn ausgesperrt. Er wird sich sicher freuen, wenn er hier ein bisschen mehr Luft bekommt. Ja, wir haben auch hier Haarslips. Hier ist eine andere Deckenhöhe. Da können wir dann auch einmal Fackeln reinplatzieren. Ist ja doch sehr dunkel. Und er hat ein relativ großes Haus, hat er jetzt hier gerade. Ja, also das ist schon nicht ohne. Hier könnten wir noch ein Fenster reinbauen, wenn er das haben möchte. Er hat nämlich nur auf der Seite eins. Und ich glaube, auf der anderen Seite sieht das komisch aus, wenn er da auch eins bekommt. Gut, gehen wir mal runter. Ist die Treppe denn schon so weit fertig? Machen wir die hier einmal. Nein. Das haben wir jetzt falsch platziert. Den wollen wir ganz gerne in die andere Richtung haben. Und da werde ich wieder den Bodentrick nutzen. Einmal ein bisschen tiefer. Und dann klappt das auch besser. Sehr gut. So, einmal reingesetzt. Das passt auch. Hier ist auch ausgeleuchtet. Wo ist hier ungefähr die Mitte? Die Mitte müsste hier sein. Auch, ja, hier setzen wir die Fackel dann mittig zum Feld. Wir können auch gerne hier noch eine hinplatzieren. Das ist ja gar kein Problem. Gut, haben wir das auch soweit vorbereitet. Fehlt dann hier die Treppe noch. Das müssen wir auch noch machen. Ich hoffe, wir haben noch genügend Treppenstufen. Ich denke, es würde knapp werden. Da müssen wir gleich noch was nachcraften.
Um hoch zu gelangen, haben wir allerdings noch genug. Nein, jetzt habe ich sie die ganze Zeit falsch platziert. Das ist auch manchmal so ein bisschen hinderlich. Okay, man muss wirklich unten den Block treffen. Ja, so. Ich hoffe, ich habe ihn ausgesperrt. Unten ist zu. Da kann eigentlich nicht mehr viel passieren. So, und dann kommt er hier hoch, genau. Und hat dann hier auch sein kleines, trautes Heim. Gut, hier können wir noch ein wenig verzieren. Ja, das funktioniert auch ganz gut. Jetzt brauchen wir ein paar Treppen. Ja, 4 Stück sollten reichen. Schauen wir mal hier. So. Perfekt. Das heißt, er hat auch hier... Da ist die Mitte, das heißt, hier geht's runter. Da ist eine Fackel, da ist eine Fackel. Die hier können wir wegmachen, die ist überflüssig. Kellerbereich ist soweit vorbereitet. Wir können jetzt hier oben auch die Einrichtung vornehmen. Wir kennen das aus dem Nachbarhaushalt. Hier war dann eine Spruce Wood Bank mit einem Crafting Table davor. Ich glaube, den habe ich jetzt eben hier abgebaut. Das heißt, er würde hier hinkommen und dann auf der Seite Spruce Wood. Da gucken wir jetzt mal, dass wir hier... Vielleicht, und ich habe, ja, keine Fackeln direkt im Inventar. Dann holen wir uns einmal die Ressourcen und wollen das Ganze vollenden. Ja, funktioniert auch sehr gut. Gucken wir mal, ob der Eisengolem wütend auf uns ist. Nein, ich denke, er hat es vergessen oder er hat es gar nicht erst mitbekommen. Sehr gut, der ist auch nicht wütend. Ich habe ja eben beim Aufgang einen Villager gehauen. Das tut mir auf jeden Fall leid, das wollte ich nicht. Der ist mir dazwischen gelaufen. Das ist natürlich eine... Schlechte Ausrede, ja. So, haben wir denn jetzt hier... Da, Holzstufen. Genau das meine ich. Dann wartet man die ganze Zeit, bis es kommt. Man sieht es nicht direkt. Das kann man auch anders machen. Holzstufen draufklicken, Ressource quasi wechseln und dann. Das wäre deutlich angenehmer. So. Ja, das funktioniert schon mal ganz gut. Dann verläuft sich auch kein Villager hier rein. Und wir können auch hier direkt quasi anfangen. Obwohl, das ist das sonderbare, die sonderbare Unterkunft hier. Da müssen wir ein bisschen schauen. Gehen wir nochmal hier gucken, wie wir das beim Kollegen haben. Hier haben wir auf jeden Fall auch die Fackeln. Dann hier die Holzbank. Genau. Der Crafting Table. Sehr schön. Und das auch hier in der Mitte, ne? Ja, Fackel ist auch in der Mitte. Herrlich. Sehr gut. Dann gehen wir rüber zum Nachbarn, ne? Und wollen ihm ein identisches, trautes Heim einrichten. Auch einmal hier hoch. Da ist eine Fackel. Dann hier die Treppen, zack, die Werkbank und dann kann auch dieser hier reinkommen, wenn er das möchte. Genau, kann sich hinlegen, wie es ihm beliebt. Und es wird natürlich auch dunkel, wir können uns auch gleich schlafen legen. Allerdings wollen wir auch hier dem Villager sein Heim einmal einrichten. Wir gehen auch hier hoch und schauen, dass wir hier mal genau eine Werkbank einrichten. Er kann auch unten nicht raus, das heißt, wir können ihn auch... direkt schon reinlassen. Er möchte sehr gerne sich sicher hinlegen. Er ist müde. Ja, hier könnten wir meinetwegen auch ein Fenster noch einbauen. Dann gucken wir mal. Hier kommt auf jeden Fall noch der Crafting Table hin. Und wir haben, glaube ich, auch mit den Treppen einmal hier eine Verzierung gemacht, dass das nicht so, ich sag mal, kräftig aussieht. Jetzt haben wir natürlich keine Treppen mehr. Müssen wir uns wieder welche craften. Ja. Machen wir mal 4 Stück. Das sollte auf jeden Fall reichen dafür. So, und zack, 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 zack. Mach die Tür zu, wenn du schlafen gehst. Der Herr, sonst kommt nachher noch was rein. Genau, sieht schon viel besser aus. Also ist ein bisschen luftiger, man schlägt sich nicht direkt den Kopf an. So, hier geht's hoch, sehr schön. Gehen wir hier raus und hier könnten wir jetzt quasi auch noch ein Fenster einbauen, wenn man das möchte. Dafür fehlen dann allerdings auch die Cobblestone-Stufen. Da werde ich jetzt nicht zur Steinsäge gehen. Ich werde sie direkt hier unten einmal craften. Das ist mir jetzt der Aufwand nicht wert für die paar Stufen. Ich habe sicher auch noch welche im Lager. So. Und hier müsste jetzt auch noch ein Zaun rein. Wir haben auch perfekt noch einen Zaun. Dann haben wir hier auch ein Fenster. Ein bisschen Tageslicht von draußen. Kommt natürlich dann auch wieder die Fackel hier einmal dran gesetzt. Da war, glaube ich, eine. Beziehungsweise wir könnten sie auch wegnehmen. Ich glaube, hier muss nicht mal eine sein. Wir haben hier genügend ausgeleuchtet. Sehr gut. Fackel, Fackel, Einrichtung. Wir gehen runter und können dann bei dem nächsten Villager auch wieder weitermachen. Ich glaube, ein Bett haben wir sogar mit.
überspringen wir einmal kurz die Nacht und dann geht's gleich weiter. So, Nacht übersprungen. Bett lassen wir, na, lassen wir nicht stehen, nehmen wir mit. Wollen wir auch auf jeden Fall was essen, das sollten wir nicht vergessen. So, und dann geht es jetzt ans letzte Apartment hier unten. Von der einen Seite, die andere Seite, die ist ja auch komplette Baustelle dann noch. Da schauen wir dann auch die kommenden Folgen, dass auch diese Villager endlich mal eine Unterkunft erhalten. Hier unten sieht alles gut aus, wir gehen hoch. Und hier haben wir natürlich das besondere Phänomen, die Decke ist ein bisschen niedriger. Ja, hier fehlen uns natürlich dann auch irgendwie die Slabs noch, um das Ganze einheitlich zu machen. Wir können allerdings auch schon den Villager hier reinlassen, wenn wir das möchten. Wir gehen hier jetzt einmal ganz kurz raus. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4 und dann kommt die Wand. Testen wir nochmal. Das ist hier 1, 2, 3, ja 4. Eigentlich müssen wir hier noch ein bisschen weiter reingehen. Dann hat er erst den vollen Umfang. Wobei auch die anderen Villager den nicht besitzen. Das heißt, wir können hier eigentlich direkt schon mal hingehen und sagen, okay, hier, das ist hier dein Schlafbereich. Hier hattest du deinen Ofen. Den können wir auch gerne einmal wieder anschließen, dass er hier rausgeht. Und vielleicht können wir hier sogar ein Fenster einbauen. Ja, wie wäre es denn damit? Und das Fenster sollte natürlich dann nicht alles hier fluten. Ist hier irgendwas kaputt gegangen jetzt? Nein, Fackeln haben alle überlebt. Sehr schön. Gut. Auch hier einmal abgebaut und die hingesetzt. Und dann könnten da Fensterscheiben rein. Ja, ich gehe einmal kurz ins Lager. Ich hole noch weitere, bevor wir wieder neue craften. So, wir haben ja hier genug. Dann auch hier wieder. Zäune brauchen wir auf jeden Fall immer. Halt, lass mich raus. Einmal wieder zurück. Nein, ihr tauscht euch nicht aus und hier ist was feingelassen worden. Auch hier auf der Seite können wir eigentlich ein Fenster noch reinmachen, dass er hier ein bisschen mehr Luft bekommt. Also hier kommt dann eine Scheibe später rein. Genau, hier auch dann auch eine Fackel, dass es nicht zu dunkel ist. Und ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das hier machen, ob wir das... Können wir das so? Nee, da läuft man gegen, dann kommt er nicht mehr runter. Das heißt, eine Werkbank wie bei den anderen ist hier gar nicht mal so einfach möglich. Ich schaue, also ich denke mal, darunter ist auch wieder irgendwie Wasser, ja. Das habe ich spitzwindig schon gedacht gehabt, weil es halt auch alles irgendwie gleichermaßen aufgebaut ist. So, dann hier auch wieder ein Zaun rein. Und ja, ich meine, der gute Herr hat jetzt keine Tür. Braucht er die, ist die Frage. Ich meine, ich denke nicht, dass hier ein Phantom reingeflogen kommt, wenn er hier schläft. Und das ist ja eh alles abgezäunt. Also ich denke mal, er braucht nicht unbedingt eine. Wäre natürlich wünschenswert, wenn er dennoch eine hätte. Das ist auch, ja, vielleicht machen wir das Ganze auch ein bisschen anders. Schauen wir mal. So, was wir hier allerdings haben, ist Platz für einen Crafting Table. Den haben wir jetzt unten stehen. Den wollen wir auf jeden Fall wieder hinsetzen. So, das war ja nur eine Leihgabe, um nicht immer ins Lager gehen zu müssen. Setzen wir den wieder hin. Und jetzt hat er natürlich hier keinen Sprucewood wie die anderen. Das ist, ja. Aber wo sollen wir das denn auch hinsetzen? Ich meine, ich kann jetzt hier die Bank hinsetzen und den Crafting Table da. Dann hat er seine Bank. Dann sei glücklich. Gucken wir mal, dass der hier... So. Machen wir ihm das so. Dann kann er meinetwegen hier stehen, hier was craften, hier arbeiten, auf die Felder rausgucken und hier die Treppe runterfallen, wenn er einen Satz zurückmacht. Ist okay, kann man machen, muss man nicht, ist aber in Ordnung. Lassen wir so. Sehr gut, okay, cool. Dann haben wir hier von außen, von unten meine ich, hier alle Apartments schon mal angelegt. Alles freigeräumt, alles eingerichtet. Und ich merke auch gerade, ja, die Decke hier vorne, die ist ein wenig niedriger als bei den anderen. Da müssen wir vielleicht mal schauen. Okay. Das ist aber eine Sache für eine andere Folge. Gut, das haben wir also eingerichtet, das ist alles fertig. Die Villager haben jetzt ein größeres Apartment, die anderen haben immer noch keins. Ja, also das Ungleichgewicht ist eher größer geworden momentan, als dass es kleiner geworden ist oder gar verschwunden. Machen aber gar nichts, kümmern wir uns die nächsten Folgen drum. Ja, hier können wir auch mal schauen, ob wir den Rasen lassen. Ich finde es eigentlich ganz schön, hier, wenn wir den Brunnenplatz so belassen, wie er gerade ist. Können wir mal gucken, vielleicht machen wir hier auch die Decke ein bisschen höher. Dann kommt hier Cobblestone hin und dann hat der eine Villager auch eine ganz normale Unterkunft, wie die anderen auch. Dann ist das auf jeden Fall gleich. Gut, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Wir haben einigermaßen viel geschafft. Die Unterkünfte sind vorbereitet. Jetzt können wir uns in den kommenden Folgen
um die anderen Villager kümmern, um deren Unterkünfte, diese anfangen. Und ja, würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal, um die weiteren Folgen nicht zu verpassen. Aktiviert auch gerne die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald eine neue Folge online kommt. Und würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao!